Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch gerne diese Schachteln vom Action verschönern und dabei meinen neuen Kreisschneider ausprobieren. Wer das noch nicht gesehen hat, ich teste meine Kreisschneider in dem Video von letzter Woche. Das verlinke ich euch nochmal hier oben und schreibe es auch unten in die Beschreibung. Und vor allem möchte ich den Deckel natürlich verschönern. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir haben ja jetzt Hühner bekommen, dass ich diese Boxen nutzen möchte, um eben auch Eier verschenken zu können. Ich habe da auch schon zwei Boxen gewerkelt, eins für Eier, eins für was anderes. Die zeige ich euch am Schluss natürlich auch noch. Und ich hatte mir auf den Messen, wo ich jetzt war, auf der Kreativa und auf dem Kreativweekend ja passende Stanzen gekauft. Zum einen hatte ich mir hier diese Hühner gekauft von Lean Kreativ. No. Die habe ich mir so umgemodelt, dass es zu unseren 5 Hühnern passt, die wir haben. Also stelle ich euch in diesem Video auch nochmal unsere Hühner vor. Nur by the way, die habe ich aber schon vorbereitet, weil da habe ich mit Aquarell koloriert und so weiter. Und das wäre ein bisschen ja zu lang geworden hier fürs Video. Und dann hatte ich ja hier diesen Hühnerstall gefunden, auch mit schönen Rahmen für den Langkarten von Studio Light. Was ich verlinken kann, verlinke ich euch natürlich unten auch. Und da habe ich auch schon ein bisschen was vorgestanzt und vorbereitet, damit das Video eben nicht zu lange wird. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir den Deckel schön verzieren können. Und ich habe mir überlegt, als Grundlage auf dem Deckel machen wir aus diesem Dreierblock vom Action eine Mattung. Für so eine einfache Mattung reicht mir auch das dünne Papier durchaus aus. Da kommt noch was drüber und da habe ich für den Hintergrund vom Hühnerstall mir hier aus dem zauberhaften Landhausgarten quasi so eine Zaunzähne mit Sonnenblumen ausgewählt. Die kommt dann quasi ganz oben drüber. Der Deckel an sich hat einen Durchmesser von 15 cm. Das heißt, ich werde die Mattung auf 14,5 schneiden und das Deckblatt dann auf 14, sodass da auch ein kleiner Rand noch ist. Da habe ich mir jetzt mal eine Schneidematte genommen, damit ich meinen Hintergrund nicht zerschneide. Und dann nehmen wir als erstes die 14,5er Mattung. Und ich nutze heute den Kreisschneider von Vaessen und stelle mir den erstmal passend ein. Das heißt, ich löse das so ein bisschen und schiebe mir das passend auf 14,5 und drehe es mir fest. Dann lege ich mir das aufs Papier, so, halte das fest und drücke hier einmal, fahre das Messer erstmal raus. Das ist nämlich noch in der Verwahrhaltung. Dann schneidet es auch besser. Ne? So, legen wir es nochmal auf und schneiden uns den ersten Kreis für die Mattung. Und dann werden wir uns den Aufleger zurechtschneiden aus diesem wunderschönen Designpapier. Und dafür verstellen wir uns das Messerchen wieder ein bisschen auf die 14. So. Und dann können wir uns einen schönen Bildausschnitt raussuchen. Ja. Und achten darauf, dass wir eben auch innerhalb des Papiers sind. Das wird an drei Ecken gehalten. Das sollte reichen, dass es nicht verrutscht. Das ist ein 15×15 Block. So, gut aufdrücken, damit es nicht verrutscht. So, noch gerettet. Und dann haben wir auch den Aufleger für den Hintergrund schon fertig ausgeschnitten. Und ja, da drapieren wir uns jetzt den Hühnerstall drauf. Da wechsle ich mal eben die Unterlage wieder. Ich habe mir jetzt aus diesem Set quasi den Hühnerstall ausgestanzt. Dafür legt man hier die Umrandung mit dem
Inneren zusammen in die Stanzmaschine und das Innere habe ich mir auch noch einmal ausgestanzt. Dann habe ich mir, das ist das Recycling Sylphie von Faltkarten. Und dann habe ich mir auch aus Kraftpapier nochmal die Treppe, die Füße und das Dach von dem Hühnerstall ausgeschnitten. Und das werden wir uns jetzt ein bisschen verschönern. Zum einen möchte ich gerne meinen neuen Holzstempel benutzen. Der ist vom Teddy. Vielleicht habt ihr Glück und findet den noch. Und zum Stempeln und gleich auch zum bisschen Inken nehme ich heute das Walnut Stain von den Distress Oxiden. Dann nehme ich mir mein Schwämmchen einmal, schon mal lege ich mir bereit. Und dann stempel ich mir hier das Recycling Sylphie einmal mit dem Stempel ab, dass wir noch mal so ein bisschen Holzstruktur auch drin haben in der Hütte. So. Ein bisschen breiter noch. Ich will ja auch alles erwischen, ne? So. Dann lege ich das so ein bisschen übereinander. Dann habe ich es in einem Abwasch erledigt. Drücke mir den Stempel auf. Ich habe den jetzt nicht extra auf den Stempelblock gelegt. Ich mache so Hintergrundstempel meistens einfach so, dass ich die auf der Folie lasse und dann quasi andrücke. Und dann haben wir auch schon die Holzoptik drin. Diese Holzoptik möchte ich nachher auch hier einmal drumherum haben. Das machen wir gleich einmal mit, weil wir haben den Holzstempel ja jetzt hier einmal liegen. Dafür inke ich mir den wieder ein mit der Stempelfarbe. Und gehe mir einmal hier um mein Unterteil quasi drumherum. Das muss jetzt gar nicht so hundertprozentig überlappend sein oder oben am Rand sein. Ist halt Holzoptik. Und so, dass es ungefähr passt. Drücke mir auch von innen nochmal gegen, dass ich einen einigermaßen guten Abdruck kriege. Die Enden dürfen sich auch überlappen, das ist gar kein Problem. Ist halt einfach nur mal noch so ein zusätzlicher Hingucker. So, das setze ich mal auch einmal. Und dann habe ich hier schon einen Holzrand. Und jetzt möchte ich das Ganze noch mal ein bisschen inken. Dafür nehme ich mir jetzt hier das Stempelkissen unten. Inking Tool und da gehe ich mir jetzt hier einmal die Ränder entlang von der Schale. Auch da, ne, einfach jetzt nicht so genau drauf achten. Das auch ruhig machen, wenn es noch ein bisschen feucht ist, dass das so ein bisschen auch ineinander verschwimmt. Und unten gehe ich auch noch mal so ein bisschen an der Kante entlang. Dann hat das nochmal so einen extra Guck einfach. Und so könnt ihr natürlich die Box auch super mit Stempeln verschönern. Das muss ja nicht so ein ganz flächiger Stempel sein. Ihr könntet ja auch einzelne Stempel setzen, wie auch immer. Ne? Lässt sich gut bestempeln, das Ding. Dann werde ich nochmal einmal das Innere von der Hütte so ein bisschen inken, weil das ist ja innen, das heißt, es ist ja dunkler. Und gebe da einfach von den Seiten ausgehend gut Stempelfarbe hin. In der Mitte nur so ein bisschen. Dann habt ihr das einfach so ein bisschen dünner und habt nochmal so einen zusätzlichen 3D-Effekt. Und dann inke ich nochmal so ein bisschen die Kanten. Da, wo ich natürlich später was drüber klebe, das können wir auslassen. Also zum Beispiel die Füße und das Dach. Inke hier einmal so drumherum. Dann sieht das auch nicht mehr ganz so langweilig aus. Das gleiche mache ich jetzt mit den Dachteilen einmal. Da gehe ich einmal auch die Kanten entlang. Hab natürlich dann farbige Finger nachher. Wer das nicht möchte, kann Handschuhe anziehen. So. Da möchte ich jetzt keine Holzmaserung drauf haben, dass sich das so ein bisschen auch abhebt von dem anderen. Und bei den Füßen mache ich auch einfach nur die Kanten so ein bisschen. Da
dann hat das Ganze einfach noch ein bisschen mehr Dimension, ne? Und bei der Treppe mache ich so, dass ich erst einmal die Seiten inke und dann ist das hier in der Mitte so ein bisschen embossed und da knicke ich mir das einfach so ein bisschen rüber und inke quasi hier einmal über den Knick. Dann erkennt man das auch noch mal so ein bisschen mehr als Stufe. Da auch noch mal. Dann sieht die so aus, die Treppe. Bevor wir jetzt den Hühnerstall zusammensetzen, möchte ich euch noch mal die Deko zeigen, die ich so vorbereitet habe. Zum einen wären da die Hühner. Jetzt zeige ich euch mal 3 von 5. 2 habe ich schon verarbeitet. Das hier ist die Lilo. Das ist ein Zwerg-Brahma-Huhn. Zu erkennen an den flauschigen Füßen. Ich habe es versucht, so einzufangen. In Wirklichkeit ist sie noch ein bisschen dunkler. Ich blende euch hier mal so ein Foto von ihr ein. Dann haben wir Hertha. Hertha ist ein Vorwerkhuhn, hat also einen ziemlich schwarzen Kopf und Schwanz und so einen ockerfarbenen Körper. Und dann haben wir die Wendy. Wendy ist ein Grünleger, kein richtiges Araukaner-Huhn, weil wir haben hier in der Nähe am Fernsehturm tatsächlich Turmfalken und die Araukaner haben so eine Haube. Das heißt, die können nicht besonders gut nach oben sehen. Wenn dann so ein Turmfalke kommt, ja, haben die ziemlich schlechte Karten. Deswegen haben wir einen Grünleger geholt, der stammt von dieser Rasse ab. Legt auch grüne Eier, deswegen Grünleger, hat aber nicht diese Haube und kann nach oben gucken. Das fanden wir irgendwie, ja, fürs Tierwohl ein bisschen besser. Das sind 3 von 5 Hühnern. Die anderen zeige ich euch bei der anderen Beispielbox. Die habe ich mir, wie gesagt, hier mit diesem hier gestaltet. Da ist zum Beispiel bei den beiden, da habe ich den Hahn genommen, da habe ich die Henne genommen. Und hier habe ich auch die Henne genommen, habe aber quasi ja das so ein bisschen abgeändert. Ja, da kann man halt so ein bisschen dran rumschnippeln. Und dann habe ich mir aus dem Hühnerstall-Set hier noch so ein bisschen Zubehör geschnappt. Und zwar einmal so hier diese lange Grasnarbe. Und dann gibt es hier noch so viele, so einige kleinere Grasdinger. Die habe ich mir dann einfach ein bisschen in Distress-Oxiden gedippt. Ich meine, es war Mode Lawn und Peel Paint. Und dann habe ich mir noch die Blümchen hier geschnappt und die auch in Gelb und Rosa eingefärbt. Das ist Kitsch Flamingo und Mastizid. Also einfach auf eine Unterlage gegeben und die Sachen reingedippt und dann waren die koloriert. Ja, und so werden wir uns jetzt langsam annähern an das, wie es nachher aussehen soll. Dafür nehme ich mir hier schon mal meinen Aufleger mit dazu. Da soll ja nachher der Hühnerstall auf jeden Fall drauf. Die Teile, wo ich jetzt nicht irgendwie noch Dimension mit reinbringen will, die klebe ich mir jetzt einfach schon mal an. Soweit habe ich mir den Hühnerstall jetzt schon mal zusammengeklebt. Und den werde ich wahrscheinlich dann erhöht aufkleben und das dann flach. Und jetzt arrangieren wir uns das Ganze einfach mal so ein bisschen, wie wir uns das vorstellen können. Das ist bei 2 Hühnern. Und dann habe ich noch eins, um noch eine Schachtel zu bauen. Vielleicht dann mit grünen Eiern. Ist ja auch immer schön, wenn man dann verschiedene Eierfarben hat. Die Hertha legt zum Beispiel weiße Eier. Dann haben wir noch einen Welsumer Huhn, das zeige ich euch gleich. Die Susi, die legt braune, kleinere Eier. Und die wird irgendwann braune Eier legen. Dann haben wir noch einen Zwerg Barnefelder, das ist weiß und das legt auch weiße Eier. Aber die sind noch ziemlich jung, deswegen legen die halt noch nicht. Das kommt aber dann irgendwann. Und von daher, ja, da haben wir jetzt keinen Stress, ne? So, dann können wir hier noch ein bisschen was Grünes dazu tun.
Und hier noch ein bisschen was Grünes. Und dann drapieren wir uns nachher einfach die Blüten mit dazu. Ich glaube, so ungefähr will ich es haben. Und ja, dafür klebe ich es mir jetzt einfach mal auf. Da werde ich jetzt erstmal doppelseitiges Foam Tape mit drauf bringen. Habe ich hier jetzt relativ dickes, 2 mm. Das ist mir aber ein bisschen zu breit, deswegen schneide ich mir das zurecht und schneide es einfach hier einmal in der Mitte durch. So, und dann kann ich das mir abschneiden und hier passend hinterlegen. So, ich habe jetzt erstmal hier oben und an den Seiten was hingemacht, weil unten soll ja später noch die Lilo sitzen. Und dann klebe ich mir das jetzt erstmal einmal auf, so wie ich es gerne hätte. So. Nach unten hin kommt ja noch ein bisschen Gras und so, deswegen klebe ich so leicht erhöht nach oben versetzt hin. Und dann kommt das Innenteil. Das klebe ich einfach flach auf. Und setze mir das einfach hier in der Mitte rein. Ich zeige euch gleich noch eine Variante. Da kann man den Hühnerstall auch so aufstellen. Und da habe ich quasi dahinter noch einmal diesen Umriss in Weiß gesetzt, so dass das sich auch gut klappen lässt, dass das ein bisschen stabiler ist. So, jetzt fixiere ich mir hier einmal den Rasen. Der kommt hier so. Kommt hier ein bisschen was hin, hier ein bisschen was hin. Und die Leiter kommt nach vorne erstmal. So, finde ich ganz schön. Einmal aufkleben. Dann kommt die Lilo. Die setze ich hier so rein. Die klebe ich auch einfach flach auf. Ich habe die einzelnen Stanzteile bei den Hühnern auch flach übereinander geklebt, weil da ist ja für die Flügel, für den Kopf und so weiter alles auch einzeln mit dabei. Von daher hat das schon auf jeden Fall auch so Dimensionen. Bisschen noch nach unten, so. Und du kommst gleich hier hin. Es darf auch ruhig ein bisschen überlappen. Ihr habt ja hier auch noch so ein bisschen Rand offen. Und dafür mache ich dann hier einfach im Hintergrund noch ein bisschen mehr gleich. Einen schneiden wir uns einfach mal so durch. Der kommt dann noch hier zu Lilo in den Stall. Einmal hier in die Ecke. Und dann einmal hier in die Ecke. Dann werde ich mir das hier unten noch einmal festkleben mit dem Rest vom Schützenfest hier einfach hinter. Das Gras, da kann ich mir auch noch ein bisschen Erhöhung hintersetzen hinter die Stufen. Da nehme ich mir jetzt einfach von meinem 1 mm dicken Foam Tape so ein Stückchen, was da noch dran war. Ich klebe die dann immer zurück, wenn ich sie dann doch nicht brauche. So. Und dann darf die hier noch so ein bisschen vorstehen. Und hier schneide ich mir dann auch für den Rasen einfach noch ein paar kleinere Stückchen aus meinem dicken Foam Tape, dass das einigermaßen auch dann sitzen bleibt.
Und dann kommt die Hertha hier noch dazu. Die kommt hier auf den Rahmen, einfach mit ein bisschen Flüssigkleber festgemacht. Kann man hier noch so ein bisschen auch hinten am Vogel ein bisschen was machen. So. Die darf hier von der Seite reinlaufen, die gute. Unsere Nachbarn dachten auch erst, das wäre ein Hahn, ne? Sieht auch so ein bisschen so aus, muss ich sagen. Aber wir haben nur Hennen, damit die Nachbarn auch unsere guten Nachbarn bleiben. Und wir hier nicht irgendwie Stress kriegen, weil die Hühner zu laut sind oder so. Das kann die beste Nachbarschaft stören, ne? Und die Hennen gehen, aber Hähne krähen ja wirklich dann mehr und ja, das muss ja dann nicht sein. Man muss es sich ja nicht verscherzen mit den Leuten. So. Ja. Das passt mir schon ganz gut. Setze ich das mal dahinter? Vielleicht hier noch, ne? Unter die Füße. Also diese beiden Stanzensets passen ja echt wie Arsch auf Eimer, sage ich jetzt mal. Eigentlich wollte ich hier aus diesem Stempelset schöne Kleinigkeiten von Kulrike das kleine Mitbringsel hier so mit draufbringen, mit so einem Fähnchen. Das ist jetzt aber ein bisschen zu groß, weil ich das zu weit nach unten geklebt habe. Seht ihr gleich auf dem anderen Beispiel. Ich habe mir jetzt ein etwas kleineres Kleinigkeiten-Stempelset rausgesucht oder ein für dich, guck mal. Das ist der Wunscherfüller-Stempel. Da nehme ich mir jetzt ein Reststück von dem Kraftpapier vom Action und stempel meinen Spruch da drauf. So passt das ganz gut drauf. Bisschen Abstand lassen. Und da stempel ich auch nochmal mit dem Walnut Stain meine Distress Oxiden. Und damit es nachher noch ein bisschen mehr auffällt, embosse ich mir das mal kurz. Und zwar nehme ich da einfach klares Embossingpulver, super feines, für Schriften immer super feines. Gebe mir das da einmal drüber, dann glänzt es nachher einfach noch so ein bisschen und fällt ein bisschen mehr auf. Ne? Geföhnt sieht es dann so aus. Das schneide ich mir jetzt mal einmal zurecht, möglichst gerade natürlich. Das ist ja meine Spezialität, ne? Und ich schneide jetzt auch einfach relativ klar nah beim Wort meine Fähnchen ab. Und ich habe das Schwämmchen hier noch liegen, deswegen gehe ich auch mal einmal über die Kanten drüber. Dann sieht das so ein bisschen einheitlicher aus. So. Jetzt fehlt noch der Spruch. Den setze ich mir, glaube ich, hier so ein bisschen schräg auf. Da brauche ich wieder mein dünnes Band hier. Mein dickeres Band, um dann den Abstand passend hinzukriegen. Schneid mir davon einfach das passende Stückchen ab. Ist jetzt passend geklebt. Ja, Glück gehabt. Sollte man vorher gucken, ne, wo der Text steht und wo man die Dinger setzen sollte. So. Und dann setze ich das Ganze so ein bisschen schräg auf. Und fixiere mir das hier auch noch mal einmal mit Flüssigkleber am Hühnerstall. So. Und das eine genauso.
Und last but not least kommen noch die Blümkes drauf. Die werde ich mir jetzt auch mal eben so ein bisschen mit so einem Radiererstift ein bisschen wölben. Da könnt ihr nehmen, was ihr habt. Auch ein Dotting-Tool oder so. Aber das reicht dicke. Da lege ich mir die einfach so ein bisschen in meine Handfläche. Drücke da einmal drauf. Dann kriegen die noch so ein bisschen Dimension. Und da verteile ich mir jetzt einfach noch mal ein paar hier auf dem Grün. So, die bleiben jetzt einfach mal ohne Blütenmitten. Kann man natürlich noch Pärchen reinsetzen oder irgendwas. Ich finde es so aber ganz gut, schön schlicht. Und jetzt können wir uns das zusammen mit der Mattung einfach auf den Deckel draufsetzen. Ich möchte das Ding hier an sich auch noch mal ein bisschen erhöht aufsetzen. Dafür nehme ich mir jetzt mein 1 mm Foam Tape. Und das setze ich mir jetzt auf meine Mattung drauf. Möglichst mit gleichmäßigem Rand natürlich. Und das darf jetzt einmal großflächig mit Flüssigkleber auf den Deckel drauf. So. Auch natürlich möglichst mittig. Wenn es angezogen ist, gehe ich mir einfach mit dem Rest von dem, ist nicht mehr so viel. Wenn das angezogen ist, gehe ich mir einfach nochmal mit dem Walnut Stain hier die Ecken entlang. Und dann ist meine Box zum Eierverschenken schon fertig. Da kommt dann einfach ein bisschen Stroh rein, dann machen wir es ein bisschen schick und dann ist sie fertig. Die hält auch super gut zusammen, also brauchst du auch keine Angst haben, dass die Eier irgendwie Schaden nehmen. Und ja, ich mag es ganz gerne. Das ist meine einfache Box, wo einfach nur ja, der Stall so draufgeklebt ist. Ich habe aber auch noch eine besondere gebastelt, für ganz besondere Freunde, die Eier bekommen. Und zwar sieht die so aus. Da habe ich auch das gleiche Designpapier im Hintergrund genommen. Allerdings hier die Mattung mit dickem Papier vom Action genommen, weil eben da ein Mechanismus drin ist. Wie ihr schon seht, ist das Häuschen auf einem ganzen Häuschen aufgebracht. Das ist übrigens Prillan, ein Zwergbahnefelder in Weiß. Und das ist eine Wellsummerhenne. Die heißt Susi und die ist so besonders, weil die kommt auch auf den Schoß und lässt sich streicheln tatsächlich und auch schon von Anfang an, also eine ganz, ganz liebe. Die legt auch fast jeden Tag ein Ei, also eine Top-Henne, super. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier oben eine Lasche angebracht habe mit einem Mechanismus dahinter, so ein Klappmechanismus, wie man es von Eselcards kennt. Und dann kann man das hier, wenn man möchte, auch so aufstellen. Ne? Und auch da passen natürlich Eier rein. Und ja, ne, da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das Gras nur an der Hütte festmacht und nicht am Untergrund und auch sonst alles auf der Hütte klebt. Hier habe ich auch noch zwei Eierchen hingemacht. Die habe ich irgendwie unterwegs verloren. Sind aber auch einfach aus diesem Stanzenset mit den Eiern. Mit der Hühnerhütte und ja, da kann man natürlich auch ein bisschen einfärben und so. Ja, das ist die etwas aufwendigere Variante. Und dann habe ich noch ganz unabhängig davon für meinen Papa zum Geburtstag was gewerkelt. Da kommen so ein paar kleine Nettigkeiten und ein Gutschein rein. Da habe ich auch von Leanne Kreativ, auch von der Messe, die Werkzeugstanzen genommen und die koloriert, beziehungsweise das Silberne ist Glanzkarton vom Faltkarten und das habe ich so ein bisschen mit so einem grauen Stazon gewischt, sodass ihr eben hier nochmal so ein bisschen Dimension habt. Und ja, dann habe ich das Vellumpapier vom Action genommen. Das dürfte
genau, dieser Block gewesen sein. Und dann hier im Hintergrund nochmal eine Rosette ausgeschnitten. Den Kreis habe ich übrigens noch mit Zirkel gezeichnet und per Hand ausgeschnitten, weil da hatte ich noch keinen Kreisschneider. Kann man natürlich auch machen. Aber ja, ne? Das habe ich mit einer Stanze ausgestanzt. Und auch dieses Innere ist aus einem Designpapier vom Action. Aus diesem hier mit den Schmetterlingen ist das so eine Leinenoptik. Und da habe ich ein bisschen noch mit drauf gestempelt. Das sind Stempel von Woodware. Das Alles Liebe ist auch von Kulrike. Das dürfte das Papa-Mama-Set gewesen sein. Genau. Das hatte ich hier noch rumfliegen. Und hier habe ich auch einfach ein bisschen Holzoptik an der Seite gestempelt, wie ihr das bei den anderen auch schon gesehen habt. Ja, und dann war noch mal so eine ganz andere Box fertig. Eben mit Werkzeug für ein paar kleine Nettigkeiten. Die sind ja schön groß. Da kann man einiges drin lassen. Und ja, ne? Das sind meine Projekte für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr habt euch gefreut, dass wir uns mal meine Hühner angeguckt haben. Hier sind nochmal alle 5 zusammen. Nach einem Monat, in dem ich jetzt Hühner halte im Garten, kann ich sagen, es läuft ganz gut. Die laufen nicht weg. Wir haben die Flügel ein bisschen gestutzt, damit die eben auch nicht irgendwie über unseren Zaun fliegen und dann auf der Straße laufen. Aber die haben einen großen Auslauf, einen Hühnerstall, wo sie nachts auch drin schlafen, wo die auch abends selbstständig dann reingehen. Man braucht dann nur noch die Tür zuschieben. Wir haben jeden Tag mindestens ein Ei, muss ich sagen, wobei auch erst 3 von 5 Hühnern legen. Die anderen müssen sind zum einen Rassen, die nicht so viele Eier legen und sind auch noch relativ jung zum Eierlegen. Auch da sind es Unterschiede bei den Rassen. Und ja, also ich habe mich da vorher mit beschäftigt. Wir haben uns jetzt wirklich auch Rassen ausgesucht, die sehr familientauglich sind, also auch kinderlieb, die halt nicht zu scheu sind. Und dass man da halt, dass die Kinder auch ein bisschen Spaß dran haben. Ne? Also es ging uns jetzt nicht darum, eine hohe Legeleistung zu haben oder uns selbst zu versorgen, sondern für uns ist es eher ein Haustier. Dass Eier dabei rumkommen, ist natürlich umso schöner. Und ja, von daher, und die haben es bei uns gut. Die dürfen komplett im Garten laufen. Die Terrasse nicht so gerne, machen sie aber trotzdem, wenn man nicht aufpasst. Und vom Pflegeaufwand hält sich es echt in Grenzen. Also ich würde es immer wieder machen. Ich kann es als Haustier auch mit Kindern empfehlen. Das ist total interessant und auch beruhigend, sich einfach hinzusetzen, denen beim Scharren und beim Suchen zuzugucken. Das ist halt auch für mich echt eine Entspannung, muss ich sagen. Und ja, das so als Fazit zu unserer Hühnerhaltung, die jetzt einen Monat läuft, mit jungen Hühnern, die allerdings schon ausgewachsen sind. Wir haben uns für Rassehühner entschieden, die halt robust sind, die kinderlieb sind und ja, bis jetzt sind wir echt ganz gut zufrieden mit unserer Haustierwahl, muss ich sagen. Wenn ihr die Hühner mal in live sehen wollt, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht mal einen Short oder so, wo ich euch durch unser Hühnerreich führe. Wer es interessant findet, gerne einmal unten reinschreiben. Und ja, ne? Jetzt habe ich auch genug über Hühner gequatscht, ne? Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bleibt gesund und kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!